Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge mit mir, dem Terminus und unserer kleinen Bella, weil ich einfach unkreativ bin und es sich in Chillabell weiterentwickelt. Das aber mit einem Leuchtstein. Und wenn es sich entwickelt hat, lernt es durch Levelanstieg keine Attacken mehr. Das heißt, alles, was wir Bella beibringen wollen, sollten wir machen, bevor wir einen Leuchtstein einsetzen. Machen wäre süß. Es kann Spaßkanone Duplex, Hieb, es hat Angriff und Spitzangriff gleich. Techniker! Nice! Der Duplex Hieb ist der Tod. Spaßkanone, Alter. Oh, das ist fast ein gutes Set, obwohl ich Duplex Hieb hasse. Warte mal, Techniker. Steigert Effektivität von schwächeren Attacken. Von Attacken mit 60 und weniger, oder? Was heißt, Sternschauer wird hier. Wie bewege ich dich denn? So. Hä? Was ist falsch? Sternschauer Duplex Hieb Zugabe ist auch ganz nett, aber es lernt auf dem nächsten Level fucking Gesang. Ich mag dich, Bella, ich mag dich. Aber die Marumbeere gibt's mir schön wieder. Stimmt, ich könnte mal Item Management machen, weil ich weiß gar nicht, was ich tolles habe. Münzamulett, Großwurzel, ich habe halt nichts so geiles für euch. Habe ich eigentlich schon Leuchtstein? Nö, ich habe nur Mondstein. Was habe ich denn für euch? Ich weiß es nicht. Kann ich dir hiervon was Cooles beibringen? Heimzahlung zum Beispiel. Stärke 70. Nee, ich will irgendwas Schwächeres. Raub, wenn du das lernen kannst, ist das ziemlich geil. Nice! Techniker Boost. Dafür kommt gleich mal die Zugabe weg, würde ich sagen, weil Spaßkanone ist geil. Senkt Angriff und Verteidigung. Gefällt mir. Jo. Heimzahlung Blitz, Käfertrutz. Man kann es nicht lernen, oder? Nee. Ich kann die sehr schön mixed spielen. Kraftschub. Dann könnte ich die Spaßkanone aufgeben. Allerdings, nein, Kraftschub macht physisch. Nee, das macht beides! Ich weiß nicht. Vielleicht wäre das andere besser, aber ich kämpfe jetzt viel gegen Spezialangreifer. Dann wäre das ja doof. Vor allem, wenn ich dann auch speziell mit Sternschauer angreife. Ja, weg den Shit. Das ist auch viel geiler, wenn ich mich hübsch mache hier. Gefällt mir. Strauchler hätte ich. Zertrümmerer. Ich habe halt den Wertelink nicht. Deswegen ist Duplex vielleicht gar nicht so geil. Aber sonst bin ich mit meinem Pokémon ziemlich zufrieden. Ah ja. Was ist die nächste Arena? Kampf, also nach Elektro. Da bringt mir mein Bella theoretisch nichts, aber es kann Weckruf lernen. Irgendwann später. Oh, ich bin glücklich. Du, Item, geben. Wo ist es? Ich habe zu viel Angst um mit dem... Guck mal, mit Mr. Schleife hier. Das ist zu süß, mit dem kann ich nicht kämpfen. Alles nicht. 5 Pokémon! Bam, Junge! Oh, das werde ich schrecklich schneiden müssen, weil ich das jetzt über die Folgen gemacht habe. Egal. Egal, in der letzten Folge haben wir 2 tolle Pokémon gefangen. Mr. Schleife ist männlich, aber ganz ehrlich... Ist... Zu Gardevoir echt ehrlich, ich will kein männliches Gardevoir, das bitte nicht. Das gibt's in meiner Welt nicht. Stimmt, das habe ich gar nicht dazwischen gespeichert. Konnte ich nicht. Ja, hier gibt's eigentlich nichts Neues. Oh, du hast auch eins! Gib mir einen Leuchtstein! Geh aus meinen Augen. Egal, wir finden noch einen Leuchtstein. Wir haben ein Chillabell, was alle wegrackt. Ich hatte nie ein Chillabell, weil normal Pokémon kotzt mich normal an. Lustig. Was ich jetzt gerne machen würde, ist Level 30 sein mit Lady Donkey und Puzifer. Ach, gib mir die Marumbeere. Nein, gib, nicht nimm. Ich habe eigentlich eine Idee. Solange es nichts anderes gibt, kann ich dir doch das hier geben. Und Blade, du bist leider jetzt hier unnütz für die Arena. Ich kämpfe jetzt gegen ein paar Trainer auf der Route. Die waren zwar stark, aber ich mach das.
Hoffe ich. Jo. Hier war die Fahrradbitch. Ja, ich wollte gerade sagen, was hier hin. Hier war eine Fahrradbitch. Okay. Okay, Picolente. Level 22. Na. Soll ich es riskieren, einmal anzugreifen? Wie so ein dummer Mongo. Mit Raub. Soll ich Kraftschub? Nee. Nee, weißt du, ich mache hier mal den schlauen Terminus und wechsel raus. Ich mache hier den schlauen Terminus. Weil ich sollte den. Ich sollte einfach nichts riskieren, bis die. Oh, Aquawelle. Ja, siehst du, das wäre schon gar nicht so schwach gewesen. Natürlich. Meine Aquawelle verwirrt im Leben nicht. So, nix gibt's. Und mit Stab müsste ich dich jetzt eigentlich K.O. kriegen. Und Verwirrung weg. So sieht's aus. Deine Aquawelle war gar nichts. 10 KP war das. Ein Kleopatra-Lein. Ah, kann Verfolgung. Ich gehe nicht raus in Bella. Aber ich gehe raus in Lady Donkey. Weil Kleopatra hat nicht die beste Verteidigung. Und Lady Donkey hat einen ziemlich geilen Angriff, obwohl es auch mäßig ist, was mich immer auch ein bisschen ankostet. Aber wir haben jetzt ein mäßiges Molimorba Mogelhieb. Sei es drum. Sehe ich ein, mache ich auch. Oh. Wie viel macht das? 4? Ja, gut, 12 Schaden, mein Gott. Verfolgung wäre besser gewesen. Verpiss dich. Nix gibt's. Sei es so. Unglaublich, ist das hier schön, oh ja. Okay. What the fuck? Rollenrotomwurf. Du bist noch nicht Stahl. Mama. Du bist noch nicht Stahl. Ich setz mal einen Raub ein. Oh. 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 Ah, Leve. Nee, ich gehe Putze vor. Nee, ich will nicht in Lady Donkey gehen. Hallo! Ah, zum Glück hat er das nicht gerade eben gemacht. Hätte mir nicht gefallen. Matsch. Matsch. Hätte ich auch machen können, will ich aber nicht. Ja. Ich will eigentlich Picochilla nur ein Level hoch haben. Weil dann kannst Gesang und dann kannst du möglicherweise auch selber was machen. Wobei 55 ist halt echt ein geringer Wert für Treffi. Ist ein sehr geringer Wert. Lady Donkey braucht einen Tranky. Kann Picochilla trainen? Nein. Nein, nein, was rede ich da? Ich rede dummes Zeug. Mach mal das Fahrrad weg. Da kann ich durch. Bringt das was? Oh, ja. Ja. Kann ich mit leben? Ist ganz gut. Oh, ist da oben eine extra Route oder sowas? Warte, warte, Karte checken, Karte checken, Karte checken, Karte checken. Das ist Fahrrad. Hein der Täuschung! Neues Pokémon. Hein der Täuschung ist so eine Art neue Route, oder? Ja. Ich sehe nichts. Was gibt's hier Geiles? Ist Bella da die beste Wahl? Oder soll ich einfach wieder ein Mogelhieb machen? Ich mache ein Mogelhieb, ich kann ja theoretisch dann rauswechseln. Was trägt Bella für ein Item? Münzamulett. Oh, da habe ich ja sogar gerade ein bisschen Geld abgegriffen. Hier kann Käfer-Pokémon sein. Aber Käferpflanze. Oh, ja, okay. Nehme ich. Ist ein Käfer-Pokémon. Kann mir jetzt hart wehtun. Ist mir egal. Kann mich vergiften. Ist mir nicht egal. Will ich ehrlich gesagt nicht. Ich
würde für dich gerne den Premierball einsetzen. Mache ich auch einfach, weil ich so ein Schafatz bin. Ich mag Toxipet! Beziehungsweise Toxipet nicht, das finde ich dämlich, aber Serapendra ist ein schönes, starkes Pokémon. Und Gift ist cool, noch ne. Boah, das ist eine vierfach Kampfresistenz. Nice, da habe ich mein Wald-Pokémon. Los geht's. Ja, du bist weiblich, was ich perfekt finde. Weil ich nenne dich dann meistens Seras. Wer die Anspielung kennt, auch wenn es anders geschrieben wird, weil ich mit C schreibe wie Serapendra. Wer die Anspielung versteht, der ist mein Freund. Was kann Seras so? Frech. Heißt frech, dass du... Alter, physische Verteidigung ist geil und Angriff ist geil. Spezialverteidigung? Ja, gut. Es kann einfach schon Giftschweif. Mit... Oh, ja, oh Gott, ja, bitte. Verfolgung kannst, Schutzschild, Kreideschrei. Spezialangriff ist natürlich scheiße, weswegen ich dir jetzt Käfertrutz nicht beibringen werde, weil es dämlich ist. Ich darf halt nicht in speziellen Angreifer bleiben mit Seras. Aber Seras ist geil. Seras gefällt mir. Seras ist toll. Seras ist wow. Ich habe ein Team von 6 Pokémon. Und ich mag alle. Wow. Das gefällt mir. Dich hätte ich auch bekommen können, aber du bist noch keine Fee, also bist mir noch egal. Ich bin sehr froh mit meiner vierfach Kampfresistenz, weil ich 2 Kampfschwächen habe. Kann ich dich killen? Soll ich einen Raub einsetzen? Du hast halt deinen Prankster, was mir nicht gefällt. Ich will nicht auf Kraftschub gehen. Ich gehe mal auf Duplexieb und guck, was passiert. Weil ich habe den Techniker. Okay, wenn ich dich 5-mal... Das holst du dir gleich alles wieder. Ich mach mal weiter. Mann! Mann! Okay. 1, komm, triff mal 4-mal. Nee, will's nicht. Ja, komm noch einmal, ist weg. Obwohl es jetzt schneller ist. Rasierblatt. Aber ich glaube, du bist eher speziell. Ja, weiß nicht. Warum mal wert die Attacke ab? Rasierblatt, solange es kein Megasauger macht, habe ich immer noch die Chance, jetzt zu killen. Hab keinen Bock mehr. Ich gehe im Puzzle falls wieder Stachelspore einsetzt, was mich ein bisschen nerven würde. Weil wir haben ja die Flexibilität. Wir scheißen auf Stachelspore. Große, kleine Häufchen. Man sollte nie im Puzzle verwechseln gegen dich, weil du später eine Fee wirst, aber noch bist es nicht. Tschüss. Wann kriegt denn Bella ihr Level ab? Hier kriege ich echt wenig Erfahrungspunkte. Allerdings, was gebe ich für Gesang auf? Du Blexi, was scheiße ist? Ich meine, du Blexi muss 4-mal treffen, bis es so stark ist wie Sternschauer. Was heißt, wenn es 4-mal trifft, ist es besser, weil es dann eine höhere Chance hat zu kritten, natürlich. Allerdings ist Sternschauer halt treffsicher. Und macht sicher so viel weh wie ungekrittete 4 von Duplexieb. Also Duplexieb ist scheiße. Weg mit Duplexieb für Gesang. Ich wechsle dich jetzt auch raus. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Ich will euch beide trainieren. Das ist ja der Sinn dahinter. Riesenpilz. Ja, Geld ist nicht schlecht. Du willst aber nicht kämpfen, oder? Blablabla. Okay. Okay. Krieg ich Sachen? Ich mag Sachen. Das ist hilfreich. Wie kommt die überhaupt hier angefahren? Hier kommt die auch gar nicht durch. Hexe. Hui, ja, Spaß! Ja, gut. Da kann ich noch ein paar Fire Punch. Feuerhieb auf Deutsch, kann das? Ich weiß nicht, Feuerschlag. Wow. Flinkklaue, die brauche ich auf jeden Fall. Farm, Junge. So kann ich noch ein bisschen leveln. Ich glaube, das mache ich auch die restliche Folge. Allerdings kriege ich hier echt wenig, wenn ich den EP-Teiler benutze.
Ich weiß nicht, was das so geil ist. Ich glaube, was ich die restliche Folge noch mache, ist smart sein. Ich glaube, ich brauche Seras nicht für die nächsten zwei Arenen, weil das Emolga wird mich ärgern mit einer Flugattacke vielleicht. Hier gibt es noch was zu kämpfen, aber ich kann Stärke noch nicht einsetzen, weil nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt den Rest der Folge machen will, was ich vorhab. Ich glaube, ich habe vor, einfach rotzfrech meine beiden, also Mr. Schleife und Seras, in die Pension zu geben. Ich glaube, das habe ich vor, dass die halt mitleveln, ohne dass meine anderen Level verlieren, die sie bekommen könnten. Bla bla bla, versteht ihr schon, in die Fresse. Ohne Bedrohung reicht das doch 100 pro hier. Übereifer, Bitch! Oh. Zurückkex ist so geil! Weil es hat einfach noch nicht diese vierfach Fädenschwäche, weil es sie noch nicht gibt. Zurückkex ist schon noch sehr cool. Allerdings, wie weit muss ich denn laufen, um bis zu der Pension zurückzugehen? Das ist jetzt echt ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ich das zu machen. Vielleicht so mit einem Speed-Up. Meine Fassade ist weg und das Wetten der Gift aktiviert sich jetzt 100%. 100%. Ja, okay, vielleicht noch nicht. Aber jetzt. Okay, vielleicht noch nicht. Aber jetzt. Er hat mich so nicht vergiftet. Hör jetzt auf. Ja, also bam. Giftdorn. Arschloch. Da! Jedes Mal! Käfer-Pokémon der fünften Generation! Ob es jetzt Ramot ist oder du! Immer! Giftdorn und Flammkörper! Immer! Und deswegen liebe ich Ramot. Ich hoffe, ich kriege Ramot. Noch eher, komm. Das wird mich jetzt auch mit Dings dollen. Das wird einfach wieder auf Schutzschild gehen, oder? Fick dich, du Hure! Ich verliere langsam ein paar KP. Ich mache dich am Sauber, wer ihn verfickt. Ja, die Fliegenklaue, das heißt, ich treffe. Ich. Wow. Der geht auf den Double Protect, der stört mich ja mal aus, der Wichser. Ich schüttel angewidert den Kopf. Auf Wiedersehen, ich hoffe, du stirbst. Dann sind zwei Rollum. Das ist gar nicht so schlecht. Bis auf die Psycho-Feuer-Flug, Steinschwäche. Boden auch? Kiffer-Resistent Boden. Das habe ich gelernt, weil mein Ramot ist Bodenattacken. Ich liebe Ramot. Ist das? Danke. Danke und verpiss dich. So. Und ich glaube, die restlichen 2 Minuten. Ich mache jetzt kleinen Speed-Up. Also, bis gleich zum Ende der Folge. So, ich bin wieder da und ich glaube, dass der Typ, den wir gerettet haben, in Rayon City, also
Er erinnert sich nicht mehr, er ist ein alter Mann, senil, ist okay. Wow. Stimmt, das mit den neuen Attacken ist vielleicht gar nicht so geil. Allerdings Psychokinese. Die Hälfte davon kann ich dir wieder beibringen. Und du kriegst später eine geilere Psychoattacke, also packe ich dich auf jeden Fall rein. Du lernst, glaube ich, noch Gift-Hieb. Und der Rest ist mir eigentlich auch egal. Los geht's, ihr beide. Geht rein, aber... Du hast gar kein Item, alles gut. So. Ja. Das habe ich vor, Mr. Schleife. Ja. Und Seras. Da wird schon kein Ei rauskommen. Da bin ich mir sicher. Ich rede lieber mit dir. Ja, das ist auch okay. Ist auch komplett okay. Und weil ich spüre, dass ich krass husten muss, setze ich mich oben auf die Rutsche, weil es nachher rutschen kann, ja. Und sag, falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge, in der die sicher Level 100 sind. Nein, ich werde dir auf jeden Fall jetzt ein paar... Ich werde ein bisschen da drin lassen und dann wird alles cool. Ja, aber ich brauche die in den nächsten Arenen wahrscheinlich noch nicht so ganz. Also, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. Timeless raus und tschüss.